Hallo, liebe Camper. So, heute haben wir das Fahrzeug final fertig gemacht mit den Alkohubstützen. Und ich habe euch ja versprochen, wir schauen auch mal ins Innere. Das machen wir jetzt mal, weil soweit sind wir fertig. Und dann komme ich nochmal zu den Alkohubstützen. Jetzt ziehe ich schnell meine Schuhe aus. Oh, rucks, weil in das Fahrzeug geht man natürlich nicht mit Schuhe. Ich habe jetzt einmal so ein bisschen die Beleuchtung angemacht. Also ich finde es schon richtig schön. Also guckt euch mal das an. Da kann man sich doch wohlfühlen. Tolle Beleuchtung. Also da kommt so ein richtiges wohnliches Flair rüber. Dann haben wir hier oben ein riesengroßes Hegi. Also auch richtig schön gemacht. Hier ist der Fernseher drin. Der klappt dann hoch. Dann kann man hier schön Fernsehen gucken. Man kann sich zu zweit hier ohne Probleme gemütlich herlegen, die Beine hochlegen. Also echt schick, echt schön. Also mega. Mir gefällt er. Dann hier natürlich Konstellation, Kühlschrank, oben Backofen, Gefrierschrank, alles hier. Das richtig schöne Kombi. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Muss man echt sagen. Auch die Instrumente sind schick angeordnet. Halt Karthago-typisch. Das hier macht man dann natürlich zu. Dann hat man das nicht so im Visier. Und hier oben hat man schön die Karthago-Uhren, also echt nicht schlecht, gefällt mir echt gut. Dann haben wir hier, wenn wir in die Richtung gehen, die Badezimmersituation, sprich man geht ja vor in das Schlafgemach, weil wir hier Hubbetten haben, hier oben, die man natürlich hier elektrisch runterlassen kann. Das deuten wir jetzt einfach mal an. Dann gehen die so runter, wupp. Dann kann man hier unten noch so einen Tritt ausziehen, damit man ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten hier hoch ins Bett kommt. Also das finde ich richtig schick. Also keine Angst, das soll jetzt keine komplette Rundtour werden. Nur ich bin halt so ein bisschen geflasht vor dem wunderschönen Auto Liner for Two. Und da wollte ich euch das einfach nicht vorenthalten, weil es echt schön ist. Also ich finde es halt wirklich schön. Dann haben wir hier die Badezimmersituation. Auch die ist wunderschön, gefällt mir auch sehr gut. Oben schön Spiegel überall und die Toilette mit getrennt von der Dusche, schön großzügig, echt schick. Richtig schön. Und wenn wir auf der anderen Seite gucken, haben wir hier die Dusche. Die ist auch sehr großzügig, mit so einer Regenbrause oben installiert. Also in dem Hege, auch das ist richtig schick. Also muss man schon sagen. Kleiderschrank, einen schönen großen. Hier noch eine Schiebetür. Sieht man hier oben die Läufe, wo man zumachen kann, damit es auch schön abgetrennt ist. Hier nochmal großzügiger Abstellplatz. Klar, da liegt dann das Bett auf. Hier auch. Und dann natürlich vorne noch die Fahrersituation. Also überall schöne indirekte Beleuchtungen. Also schön. Einfach nur schön. Ich finde es richtig schön. Und zu guter Letzt natürlich noch die schöne große Küche. Auch die finde ich toll mit der Theke. Finde ich richtig heiß. Hier die Theke angedeutet, wo man schön was abstellen kann. Dann hier schön Platz zum Kochen. Auch echt klasse. Tolle Fronten. Auch hier wieder mit der indirekten Beleuchtung. Wunderschön. Hier in der Küche auch clever gemacht. Ventilator. Damit es gleich den Kochdunst schön rausziehen kann. Also auch das ist sehr durchdacht. Dann natürlich hier Garderobe mit den schönen Häken dran. Also alles richtig schön. Also ich glaube, wenn das Auto nicht quält, klar, gibt es immer wieder jemanden, der sagt, nee, das wäre jetzt nicht so meins. Doch ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut, weil, wie gesagt, Hecksitzgruppe finde ich richtig schick, gefällt mir auch sehr gut und hat halt ein gigantisches Raumgefühl. So, aber jetzt wieder zum Technischen. Genug geschwelgt. Wir haben die Hubstützen sauber und ordentlich verbaut. Und da wollte ich euch jetzt nochmal zeigen, wie das funktioniert. Und dann legen wir uns auch nochmal kurz unter das Fahrzeug. Ich habe die Rucks-Fernbedienung hier. So schaut die aus.
Wir haben es natürlich schon alles fix und fertig einnivelliert. Also man drückt hier einfach mal ein paar Sekunden drauf, 2 Sekunden, dann schaltet sich das Ganze ein. Wir sehen, die Hubstützen sind bereit, sind alle grün. Dann drücken wir einmal hier auf die Taste Hubstützen hochfahren und Hubstützen runterfahren. Wir wollen jetzt die Hubstützen nach unten gefahren haben, weil wir jetzt das Fahrzeug ausnivellieren wollen. So, dann drücken wir einmal drauf. Natürlich müssen wir uns vorher rundum vergewissern, dass dementsprechend unter den Stützen nichts ist. Das ist auch der Grund, warum das Kabel immer so lang sein muss. Und hier sehen wir, wie sie runterfahren. Stück für Stück. Und auch hinten. Dann nehme ich euch noch schnell dahinter mit. Whoops. Hier sind sie jetzt auch unten. Da drüben sind sie unten. Und jetzt fängt er an auszunivellieren. Die haben jetzt alle Bodenkontakt, weil das ist immer das Erste, was er macht. Er fährt alle Stützen am Boden und dann fängt er an, dementsprechend zu nivellieren. Jetzt fängt er vorne an, jetzt hebt er vorne an. Das Ganze geht innerhalb unter einer Minute. Jetzt sehen wir, vorne hebt er ein Stück raus. Jetzt macht er es hinten. Zack. Und fertig. Das war's. Schon ist er grad. Klar, wenn der Boden natürlich ein bisschen grümmer ist, dann braucht man nur ein bisschen länger, aber so schnell geht es schon. Hier haben wir wieder das Zeichen, Mittelpunkt ist grün, alles ist erreicht. Jetzt können wir rein theoretisch abschalten und jetzt steht das Fahrzeug safe. Jo, dann haben wir hier oben noch 2 Positionen. Einmal Abwassertank entleeren, er neigt sich dann in diese Richtung, wo der Abwassertank ist, und damit auch die Reste wirklich rausgehen. Wenn man die Geschichte entleert, kann man hier machen. Und hier haben wir noch eine Schlafposition, wo wir auch noch abspeichern können. Es gibt halt Menschen, die sagen, so, ich möchte jetzt lieber mit dem Kopf ein bisschen erhöht schlafen oder ein bisschen weiter unten schlafen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, das sauber zu programmieren, wie es der Kunde möchte. Und dann kann man das auch tun. So, zum Kabel. Es ist leider etwas lang, aber das ist so, damit man eben einmal hier ums Fahrzeug auch mit dem Kabel gucken kann, ob alles safe ist, ob alles passt. Das muss man tun, das ist Gesetzgebung, das geht leider nicht anders. Außer man macht es mit dem Handy, weil auch die Möglichkeit hat man, das Ganze mit dem Handy zu steuern. Dazu muss man die Fernbedienung hier einschalten einfach nur. Und nun können wir sagen, okay, wir holen uns jetzt die App Alco, voilà. Dann werden wir hier verbunden und sehen schon, wie das funktioniert. Startbereit, okay. Jetzt ist es hell hinterlegt. Jetzt habe ich die 2 Optionen. Ich kann einmal die Hi4 so bedienen, dann habe ich im Prinzip die Originalbedienung wieder hier auf dem Handy und kann letztlich jetzt hier bedienen. Oder ich möchte wiegen, auch das kann ich tun, dann habe ich die Wiegesituation und dann wird das Auto einmal komplett durchgewogen. Um zu wiegen, müssen wir einmal hier wieder zurückfahren. Jetzt fahren die Stützen wieder ein. Einmal komplett, oh, das geht echt zackig, da kann man nichts sagen. Zack, zack, hinten sind sie schon drin, sieht man jetzt auch hier, ne? Also da blinken sie jetzt noch. Jetzt sind die Vordern gleich drin, vorne rechts, vorne links, zack, fertig. So, jetzt wollen wir einmal wiegen. Wenn wir das mal durchgehen, dann gehen wir jetzt auf Wiegeposition und geben jetzt ein, jetzt wiegen. So, jetzt sagt er, wir müssen einmal ums Auto drumherum laufen, ob alles in Ordnung ist, ob niemand drunter liegt. Haben wir geprüft. Okay. Und jetzt fängt er an, der Wiegevorgang. Auch hier werden jetzt als allererstes alle Stützen auf Bodenkontakt gefahren. Dann werden die Stützen nach oben gefahren, wird das Auto komplett einmal ausgehoben, sodass alle Reifen frei sind. Das muss natürlich sein, weil sonst können wir ja nicht wiegen. Klar. Jetzt gehe ich da mal ein Stück weit runter, dann zeige ich euch das. Also ihr seht's. Klack, klack, klack. Und jetzt wird er hochkommen.
Das dauert jetzt nicht lang. Wenn wir hier auf den Fortlauf schauen, sehen wir, dass der Balken hier immer halb mitgeht. So, jetzt seht ihr hier vorne, wenn es schon auskommt. Jawohl, da sind sie jetzt komplett in der Luft. Das gleiche passiert jetzt auf der Hinterachse. Und jetzt sagt er, okay, jetzt müssen wir prüfen, ob alle Reifen keinen Bodenkontakt mehr haben und müssen das bestätigen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, alle haben keinen Bodenkontakt mehr. Jetzt ist alles grün, jetzt gehen wir auf Fortsetzen und jetzt wird gewogen. Das dauert ein bisschen, weil er natürlich das Ganze ausrechnen will. Vorderachse hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2100 Kilogramm, die Hinterachse von 2500 Kilogramm. So steht es hier geschrieben. Und jetzt schauen wir mal, was für ein Wiegevorgang, dass wir jetzt, oder was für ein Wiegeergebnis, das wir jetzt gleich hier zu sehen bekommen. So, geprüft. Jetzt müssen wir erst wieder ablassen, bevor wir natürlich das Ergebnis sehen. Zack. Damit wir hier keinen Blödsinn machen, muss das Auto erst wieder in sichere Position. Das heißt, alle Stützen fahren wieder komplett ein. Zack, zack, vorne links noch, fertig. So, jetzt sehen wir das Wiegeergebnis. Wir haben auf der Hinterachse hätten wir jetzt 43 Kilo zu viel, weil die Garage ist auch ziemlich voll. Vorne haben wir nur Luft und wir haben ein Gesamtgewicht von 4502 Kilogramm. Also ihr seht, ist eine tolle Geschichte. So kann man nämlich das immer kontrollieren und wir stellen jetzt hier, wie gesagt, gleich fest, hier 2543 ist ein bisschen too much, um 43 Kilo. Ja, weil Heckgarage auch ziemlich voll ist. Also das habe ich vorhin schon gesehen. Also die ist richtig mächtig eingeräumt. Und dann haben wir natürlich hier auf der Hinterachse noch die Sitzgruppe. Also so viel Zuladung haben wir auf der Hinterachse gar nicht in dem Fall. Also wenn der Kunde morgen das Auto holt, muss man sagen, also du hast auf der Hinterachse 40 Kilo too much. Aber so funktioniert es. So finde ich das ganz geschickt. So, jetzt gehen wir mal wieder in die High-4-Geschichte und fahren die ganze Geschichte wieder aus. Stellen ihn wieder in die Waage. Weil dann kann ich euch jetzt mal noch was zeigen, was nämlich auch vom Verbauen her ganz wichtig ist. Weil das war ja jetzt letztlich nur die Funktion. Jetzt geht es dann noch mal ganz kurz um das Auto. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Kleinigkeiten, wo ich immer sage, dass ganz wichtig ist. So, jawohl, jetzt wird noch ausnivelliert. Ihr seht auch hier, genauso aber wie am Handy, nur hier sieht man es natürlich besser, dass da die Dioden immer relativ gleich blinken, ne, damit man das sieht. Jetzt wird er ausgehoben und wird schön mittig rausnivelliert. Zack, jetzt geht es noch ein wenig hoch, noch ein wenig rüber und hinten, da ist er jetzt nicht ganz gerad, da muss man nochmal dann nachnivellieren. Aber das wollte ich euch jetzt gar nicht zeigen, sondern wir wollten jetzt mal hier gucken. Oh, hoffentlich erwische ich das jetzt anständig. Wir jetzt einmal hier runter gucken. Dann sehen wir, hier haben wir jetzt so die Schutzhaube hier drüber gemacht, ne? Über das Aggregat. Das war ja Kohlen noch freigelegen, da habe ich euch ja gesagt, da machen wir die Schutzhaube drüber. Und dann müssen natürlich alle Schläuche hier oben sauber verlegt werden mit Rohr, Schutzrohr drüber. Das sehen wir auch hier an der Stelle. Ne? Überall das Schutzrohr drüber, über die Hydraulikschläuche, da muss man die sauber nach oben binden. Ich kippe das jetzt mal hoch, mal gucken, ob man das so sieht. Ist ein bisschen dunkel jetzt natürlich da unten. Da muss man halt gucken, dass das halt alles, ihr seht es hier, sauber durchgelegt ist, nirgends scheuert, keine Kanten hat, alles schön safe ist. Das ist wirklich, wirklich wichtig.
Und auf der anderen Seite, da gehe ich jetzt nochmal raus, da schauen wir nochmal auf der anderen Seite, weil da haben wir nämlich eine kleine Besonderheit. Oh, das ist wichtig, damit man das beachtet bei der Montage, weil sonst macht das alles nicht wirklich Sinn, weil danach hat man mehr Ärger wie alles andere und der Kunde will ja das lange, lange gut nutzen können. Und zwar seht ihr schon hier, wir haben hier was, einen silbernen Schlauch. Warum haben wir hier einen silbernen Schlauch? Hier haben wir ja den Pneumatikschlauch wieder, den Hydraulikschlauch, der ist hier wieder schön eingepackt, bis hierher, Dann haben wir wieder die normalen Riffelschläuche genommen, ganz einfach, weil was ist hier? Der Auspuff. Und der Auspuff, der hat im Sommer bei 30 Grad im Schatten und dann nur lange Strecke fahren, hat der echt Abstrahlwerte. Und damit eben diesem Schlauch hier nichts passiert, müssen wir den in so einen Hitzeschutzummantelung einpacken, damit es alles richtig hundertprozentig safe ist. Und das ist wirklich das A und das O, weil sonst kriegen wir Probleme mit dem Schlauch, wenn der zu heiß wird. Und nicht, dass dann irgendwas passiert, wenn das geht gar nicht. Also da muss man echt aufpassen. Aber hier wieder die schöne Schutzhülle drüber, damit dem Aggregat nichts passiert, richtig safe. Und ja, sauber verarbeitet. Also haben wir wieder spitze gemacht, also muss ich echt sagen. Tolle Qualität, sauber, ordentlich, so wie sie das gehört, alles schön eingepackt, die Schläuche schön eingepackt in die Schläuche. Da hängt kein blankes Kabel raus, kein blanker Schlauch raus, keine Scheuerstellen. Da wird ganz akribisch geachtet drauf, also da lassen wir uns auch immer viel, viel Zeit dafür. Weil nichts schlimmer, wie wir holen uns hier dann Probleme ins Haus, weil wir entsprechende Scheuerstellen haben. Auch hier sehen wir es, hier waren dann solche Ösen verbaut, dementsprechend, wo die richtig schön befestigt waren. Auch hier wieder überall die Riffelschläuche drüber, damit es alles hundertprozentig passt. Also das ist, wie gesagt, ist A und ist O, wenn man das so sagen darf. Jetzt schleudere ich euch hier mal durch. Hier drüben, ich weiß nicht, ob man sieht, da haben wir jetzt dann auch wieder die Kunststoffkappe drüber. Damit das Aggregat schön geschützt ist, damit da auch nichts passiert. Das ist alles wunderbar zu sehen. Also, ich muss sagen, top verbaut. Gefällt mir. Ich mache jetzt nur 2-3 Tests. Sauber gemacht haben wir das Fahrzeug. Ja, und dann prüfen wir das nochmal richtig durch hier. Lese nochmal die Speicher aus, weil wir haben auch dazu... Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man braucht heute wirklich für jedes solche Geräte wie Alkohubstützen, Truma-Heizungen und, haben wir unsere eigenen Softwareprogramme, unsere Blackboxen zum Auslesen, Auslesegeräte, Computer. Es ist verrückt. Also wir sind ja jetzt echt kein Konzern, aber ich glaube, mittlerweile haben wir schon 5 oder 6 Computer hier am Start, weil wir halt alle möglichen Auslesegeräte haben, wo man ständig irgendwas machen muss. Und wir wollen auch machen, damit wir den Kunden auch immer helfen können und die Geräte auch anständig auslesen können, die an die Fehler auch rankommen und dementsprechend auch handeln können. Das ist halt ganz wichtig. So, jetzt haben wir nochmal rausgefahren und jetzt haben wir hier bei unserem Hof, weil der schön abschüssig ist, mal richtig schön ausnivelliert. Und ihr seht, also hinten hat dann richtig Auskommen und hier hinten steht dann noch... Unten hat er nur Bodenkontakt, aber da vorne, weil der Hof natürlich sehr abschüssig ist, hebt es ihn richtig raus. Und jetzt werden wir mal von vorne reinschauen. Sieht man hier, wie es ihn rausgekommen hat, also richtig cool. Und auch diese Steigung oder diese Schräge nivelliert er ohne Probleme ab. Also richtig tolle Sache und schaut richtig klasse aus. Das wollte ich euch nur noch schnell mit zeigen. Jo, dann haben wir es durch. Das war der Einbau der Alkohubstütze High4 von einem wunderschönen Carthago Liner for Two. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war ein bisschen interessant. Nicht mehr ganz so interessant vielleicht wie das letzte Video von dem Liner, aber ich denke, schon wieder ganz geschickt.
Jo, in dem Sinn möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Jetzt haben wir Freitagabend, ja, klein neune. Viele gehen ins Wochenende, fahren ein bisschen fort. Wetter ist top. Also ihr seht schon, bei uns draußen ist richtig schön. Ein bisschen schwül, hat es heute nur ein geregnet, aber es ist okay. Ja, morgen geht es weiter. Da draußen habe ich nur einen stehen, da habe ich einen Lithium-Akku verbaut. Morgen mache ich nochmal zwei Autos fertig. Ja, und so geht es alles weiter. Und nächste Woche verbauen wir nochmal Alkohubstützen. Allerdings wieder in ein anderes Fahrzeug. Da schaut das Ganze dann wieder ein bisschen anders aus. Da zeige ich euch dann wieder ein wenig was davon. Und bis dahin, euch alles Gute, schönes Wochenende. Bleibt mal gesund und vielen Dank. Daumen hoch und auch gerne den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr nichts. Dann kriegt ihr immer unsere Infos mit. Und ja, schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Bis bald. Ciao, ciao.